Hi Leute und willkommen zurück zum nächsten Part von Detroit Become Human. Ich habe den direkt jetzt nach dem letzten Part aufgenommen und wir sind immer noch bei Ralph, dem sein Stresslevel erhöht sich, je nachdem, wo wir hingehen. Und es geht darum, Kara zu finden. Dafür ist leider Connor da. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir sie laufen lassen können, wie bei dem einen Android, der seinen Besitzer erstochen hat. Deswegen sage ich jetzt erstmal Hallo zusammen. Und wir gehen jetzt halt nochmal hoch und werden die Leiche finden, nehme ich an. Okay, er darf gar nicht mehr hoch. Aber Hank kommt rein. Was machst du? Hast du was gefunden? Nein. Nein, hier ist nichts. Ja, genau wie ich es gesagt habe. Los, verschwinden wir hier. Okay. Also Connor hat praktisch selber entschieden, Kara und Alice nicht finden zu wollen. Danke. Ralph, geht's gut? Beschützt das Mädchen. Die Menschen dürfen es nicht finden. Und er scheint gerade wieder bei sich zu sein. Tatsächlich. Weil Connor hatte tatsächlich alle Hinweise, die es gab auf Alice. Und er hätte nochmal nach oben gehen können. Was für ein langes Kapitel. Ja, ich wusste, dass es gleich aus sein wird. Allerdings habe ich gedacht, es endet damit, dass Connor uns findet. Ja, Cliffhanger wird wohl mein neues Markenzeichen. Also, wir sind im Haus gewesen. Haben wir alles gesehen. Wir sind nach oben gegangen, haben uns die Haare geschnitten, in blond gefärbt. Wir haben unser Zeichen entfernt. Wir haben die Leiche gefunden in der Badewanne und sind wieder nach unten. Die Polizei ist eingetroffen, die wir gesehen haben, haben uns trotzdem an den Tisch gesetzt. Wir haben versucht, Ralph zu überreden und Ralph hat sich entschuldigt. Also er hätte auch anders handeln können wohl. Von Connor wurden wir gestört, weil er das Haus durchsucht hat. Und er hat Ralph befragt. Wir konnten sein Stresslevel zum Glück niedrig halten. Wir haben Tisch untersucht, Stockwerk in Anführungsstrichen überprüft und Ralph analysiert. Und dieser ganze Strang da hinten bleibt uns verborgen. Das wäre wahrscheinlich passiert, wenn er uns gefunden hätte. Was er aber zum Glück nicht hat, weil Hank ist eingetroffen und wir sind verschwunden. Wir wurden nicht entdeckt. Ich frage mich auch so ein bisschen, warum haben sie Ralph nicht mitgenommen? Weil auch er war als vermisst gemeldet und Connor hat ihn ja analysiert. Warum hat sich Hank nicht für ihn interessiert? Naja. Mehreren Quellen zufolge hat CyberLife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Anonymitätspolizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir warten CyberLife um einen Kommentar. Okay, Markus ist jetzt wohl auf die menschliche Seite gewechselt, wie wir schon gesehen haben. Er steht auch nicht mehr bei den Androiden, er versucht sich komplett anonym zu halten. Jericho. Okay, nach dem Symbol suchen wir wohl. Suche das Graffiti. Es ist nicht sogar das hier.
sollen wir hier finden? Zu finden der Symbole. Ah! Haben Sie etwas Kleingeld? Finde dieses Graffiti. Was soll denn das sein? Ach, ein Löwe ist das. Und da ist auch dieses Viereck oben drauf. Hier können wir wohl nichts mehr machen. Ich weiß. Echt verrückt, oder? Außer ein weiteres Magazin durchblättern. Cyberlifes Wahrsagercomputer. Okay. Androiden-Soldaten, perfekte Killermaschinen. Der sollte Vorhersagen treffen. Okay, und das soll Katastrophen angeblich vorhersagen. Androiden-Astronauten erforschen den I.O. Oder Io? Io? Keine Ahnung. Vielleicht auch 10. ja, die sind zum All. In den Weltraum geflogen. Also hier haben wir keinen Löwenkopf mehr. Android ohne. Only. Achso, wir. Logischerweise nehmen wir nicht Android only, sondern wir nehmen ganz normal die Rolltreppe. Als ob die Androiden nicht die Rolltreppe benutzen dürften. Und da vorne haben wir den Löwe. Ich sehe ihn schon. Wissen Sie, wo Jericho ist? Danke für die Benutzung von Cyberlife's Androiden Park Service. Es gibt freie Plätze. Da haben wir den Löwen mit dem Symbol. Und es soll noch ein Symbol geben. Noch ein Symbol. Da. Okay. Jetzt ist es wohl an einer Fassade. Wir gehen auf Schnitzeljagd. Da vorne haben wir sie schon mit den Sternen. Oh, der Android geht da drüber, obwohl rot ist. Wir sind ja menschlich, wir dürfen's. Da oben haben wir's. Wir haben einmal hier das Symbol. Und wir haben einmal hier das Symbol. Und wir kriegen ein nächstes Graffiti. Ein Roboter. Wo finden wir einen Roboter? Da rechts oder müssen wir geradeaus? Was sollte ich gerade untersuchen?
Hä? Sind da nicht gerade Untersuchen dran? Doch, hier. Ah, der ist da hinten. Oh, den hätte ich nicht gesehen. Zum Glück haben wir diesen Hinweis. Da haben wir noch eins. Und wir suchen noch eins. Blindfisch Anni, gib dir Mühe. Wo ist noch eins? Hey. Jetzt bin ich echt blind. Ich sehe es nicht. Dann gehen wir jedes einzelne Quadrat durch. Die ein, zwei waren irgendwie total offensichtlich und bei dem anderen bin ich jetzt einfach zu blind dazu. Ich bin gespannt, was Jericho ist. Das muss ja irgendwas schon einprogrammiert sein in die Androiden. Weil sonst wüssten die es ja nicht. Hä? Hey? Sehe ich den von hier nicht? Ah, wir können durchkriechen. Das würde es vielleicht vereinfachen. Vielleicht sehe ich es deswegen nicht. Vielleicht hängt die Palette davor oder sowas. Ist das wahr? Ha! Ganz so doof bin ich also auch nicht. Da haben wir also das nächste Symbol. Drei Hinweise aktualisiert. Und wir suchen wieder eins in einer Wand. Wir sind in einem unheimlichen Hinterhof. Und da oben haben wir es ja schon. Das ging flott. Sagte sie und hat noch zwei weitere Hinweise zu finden. Ein drittes noch. Das ist wahrscheinlich wieder oben drüber. Wir müssen irgendwie da durch. Also Markus, zeig, was du kannst. Hua! Cooler Dude. Und da haben wir das dritte. Arkel. Na, da möchte ich auch nicht irgendwie runter. Aber wir müssen darüber. Also streng dich an. Gib alles. Ah, ich kann sogar entscheiden. Wir können einmal. So. Und hier landen. Okay. Zum Glück ist kein Quicktime-Event. Da hätte ich jetzt echt Angst gehabt, das nicht zu schaffen. Das nächste Graffiti ist wohl da unten. Ja, da haben wir schon. Sparkle. Drei Stück sehe ich. Ich hoffe, das sind alle. Eins. Zwei. Und oben. Drei. Ja! Einmal alle gefunden. Yippie! Und wir müssen rein irgendwo und sehen an der Säule ein Muster. Um.
Schauen wir uns mal das hier an. Da hoch. Und. Nein! Das machen wir nicht. Jetzt haben wir wieder die Wahl. Dann schauen wir das hier an. Das wird eine sportliche Leistung. Ich glaube, gerade hoch wird sinnvoller sein. Wäre zu hoch. Gott sei Dank, Markus, kannst du vorher berechnen. Ich habe gedacht, es fällt ab. Aber besser wohl, wenn ich nicht denke. Wo uns dieses Jericho wohl hinführt. Ich meine, wir sind in einer ziemlich üblen Gegend hier. Alles heruntergekommen, verrostet, überall nur Müll und Ruinen. Und hier sieht es ehrlich gesagt nicht besser aus. Aber da hinten scheint unser Graffiti zu sein. Ah, das ist unser Zeichen. Seht ihr das? Die Säule macht unser Zeichen komplett. Einmal durch eine Wand. Ja, Markus, wo möchtest du hin? Was erhoffst du dir davon? Und wir gehen aufs Dach. Jericho. Oh, ein Schiff. Folge dem Weg nach Jericho. Habe ich eine Möglichkeit noch? Nein. Haben wir nicht. Whoops. Da würde ich jetzt auch blöd gucken. Haben wir da jetzt irgendeine Möglichkeit? Die Kamera möchte uns auf jeden Fall dahin haben. Finde einen anderen Weg zum Schiff. Einen anderen Weg. Kommen wir da hinten über diesen Kran irgendwie? Ich gucke immer wieder, ob wir was scannen können. Ich dachte eigentlich den Kran da hinten, aber wir können ja mal nach oben gehen, mal schauen. Schaut, da hinten habe ich gedacht, der Kran, wo darüber ragt, dass wir über den gehen könnten. Aber noch gehen wir wohl einen anderen Weg. Sieht zumindest noch sicher aus. Wahrscheinlich nicht mehr lang. Vorhin war zu hoch, aber ich springe jetzt einfach mal 30 Meter nach unten.
Da war zumindest Wasser. Aber das hättest du auch vorher analysieren können. Ich habe gedacht, der stürzt jetzt in den Tod. Und er hat seinen Mantel verloren. Ach Mensch, der hat mir gefallen. Hier können wir wieder Sachen untersuchen. Ja, nehmen wir lieber. Taschenlampe ist nicht verkehrt. Wundert mich, dass er das als Android nicht eingebaut hat. Eine Taschenlampe oder so. In den Augen. Wieder einen anderen Weg finden. Erkunde das Schiff. Können wir nach oben? Wohl nicht. Aber wir können da hinten rein. Oh, das, ich weiß nicht, das ist so unheimlich hier drin. Ich höre die ganze Zeit immer irgendwelche dumpfen Zeitgeräusche. Bitte keiner von links oder rechts. Seid lieb zu mir. Wisst ihr was? Ich stelle mich hier in die Ecke und ängstige mich. Und wir beenden den Part für heute. Weil wir haben schon die 22 Minuten voll. War jetzt eigentlich nur ein Erkundungspart auf dem Weg nach Jericho. Aber ich bin mir sicher, es geht deswegen umso spannender weiter. Damit sage ich Tschüss an euch, vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann, bye.